12. Dezember 1934. Nach der Machtübergreifung versuchen die Nazis in Deutschland mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln neue Ressourcen und Forschungsfortschritte zu erlangen. 28. Februar 1935. Deutschen Forschern gelingt es, mit einer bis heute unbekannten wissenschaftlichen Rezeptur Rohstoffe um das bis zu 50-fache zu vergrößern. Spione gehen davon aus, dass es sich dabei um eine einzigartige Form von außerirdischem Leben handelt, welche von einer unbekannten Spezies benutzt wird und aus unerklärlichen Gründen auf der Erde gelandet ist. 1. Juni 1935. Hitler drängt die Wissenschaftler nach wenigen Tests darauf, die Bakterien endlich im großen Stil einsetzen zu können. 12. Juli 1935. Bei einem Unfall finden Forscher heraus, dass die Arbeitsmoral und Geschwindigkeit von Menschen bei Kontakt mit der neuartigen Mischung um das bis zu 100-fache gesteigert werden kann. 1. Dezember 1935. Hitler-Deutschland startet Vorbereitungen für den totalen Krieg. Andere Länder schließen sich zu einem Notfallbündnis zusammen. 1. Januar 1936. Die Alliierten setzen Deutschland ein einjähriges Ultimatum, sämtliche Aufrüstungsarbeiten zu stoppen. Ansonsten wird die gesamte Welt Deutschland den Krieg erklären. Hitler zeigt sich nach außen gesprächsbereit, während die Kriegsmaschinerie voll anläuft. Hallöchen meine geliebten Schalentiere und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Ragnarok 1937. Ja, ihr kennt das, die Mod haben wir schon mal gespielt. Und ich habe mir gedacht, so eine Niederlage lasse ich nicht auf mir sitzen. Und ihr habt es natürlich auch im Vorspann schon gesehen, ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen, storytechnisch, deswegen gehe ich nicht groß darauf ein. Die Mod-Compatibility können wir hier überskippen, wir spielen auf Brutal, was bringt mir denn das? 6000 Units ist added to National Stockpile, die KI bekommt Building Materials, bla bla, 60% Construction Speed, plus 60% Coastal Fort Construction Speed, aha. Dann ein Research Slot, mehrere Technologien. Austria und Tschechoslowakei, you complete industrial focus. Okay, also quasi, umso höher das ist, umso. Ich überlege gerade, ob wir es auf brutal machen. Wir setzen es auf brutal. Wir machen quasi die höchstmögliche Schwierigkeit. So. Und dann ist heute der einzige Unterschied zum letzten Mal, dass wir unter anderem 100% Non-Command-Power nutzen werden und wir werden 2500% Faster Construction machen. Das sind die zwei Sachen. Das andere, was wir machen werden, wir werden keinerlei Ressourcenprobleme kriegen, hoffe ich. Indem wir einfach mal kurz hergehen. Und beim Ressourcenmanagement, gehen wir her, haben natürlich unseren Start hier markiert. Den dürfen wir natürlich nicht verlieren, das wäre sehr, sehr blöd. Und machen das Ganze hier auf 200 und tun nochmal Modifier auf 5 machen. Irgendwie so, jetzt müsste das Ganze auf alle Fälle sehr, sehr viele Ressourcen haben. Dass wir hier schon mal keine Probleme mit haben mit den Ressourcen, Dankeschön dafür. Manpower-technisch werde ich tatsächlich nichts ändern. Habe ich gesagt, machst du das, machst du es nicht, änderst du die Manpower? Habe ich gedacht, nein, ich möchte es nicht zu einfach haben. Für alle nochmal ganz kurz, die Mod nicht kennen sollten, trotz allem, die Ragnarök 1937er Mod gibt mir quasi ein Jahr Zeit, nämlich von 36 bis 37, mich auf den Krieg vorzubereiten. Nachdem das geschehen ist, erklärt mir die komplette Welt den Krieg. Und da muss man überleben. Das haben wir schon mal gemacht, das hat nicht so richtig funktioniert, wir haben auf die Schnauze bekommen. Und dieses Mal machen wir das Ganze nochmal, aber mit einem etwas stärkeren Deutschland. Und ich bin sehr gespannt, wie es diesmal laufen wird. Eure Meinungen, eure Vermutungen, Schätzungen gerne ab in die Kommentare. Was ich auch mal ganz gerne sehe, ist, wenn diese neuen Projekte, wenn euch das Ganze gefällt, einfach auch mal bewertungstechnisch alles Mögliche sprengen, was solche Bewertungen sprengen können. Und das war in dem Fall 150 Likes. Ja, ich bin heute die größenwahnsinnige Krabbe. Hallo. Grüße an alle gehen raus, die hier auch wieder so tatenkräftig und treu mit dabei sind. Bei diesem wunderschönen neuen Projekt. Und Research Slots haben wir 5, das ist natürlich nicht genug. Da können wir noch, ich muss auch mal gucken, was wir überhaupt noch so ändern können. Politics Tool, wir können natürlich unsere Research Slots erhöhen. Kann ich denn auch die Research Geschwindigkeit erhöhen? Geht das auch? Scheinbar nicht. Machen jetzt erstmal 15 Research Slots, wir übertreiben mal ein bisschen. Dann kann ich noch irgendwas anderes machen. State Managing Tool, mal gucken, was das hier alles so für Optionen gibt. Da habe ich aktuell keine Möglichkeiten. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten das mal kurz demilitarisieren. Aktuell ist es ja militarisiert, das können wir jetzt hier einmal remilitarisieren, dass wir es auch gleich mal gemacht haben. Und ansonsten sind wir scheinbar durch. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, dass wir einzelne Länder eventuell, sobald sie komplett gefallen sind, aus dem Krieg rausnehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Tschechoslowakei surrendert haben, dass wir dann die Möglichkeit haben, dieses Land quasi als Vasallen zu integrieren. So als kleine zusätzliche Stütze, in Anführungsstrichen, weil in Hearts of Iron 4 ist es ja normalerweise so, dass man erst gegen die Bündnishauptführer gewinnen muss, bevor man dann eine Friedensverhandlung machen kann. Finde ich ein bisschen blöd. Deswegen einfach auch für dieses Projekt gehen wir einfach her.
Zum Beispiel, wenn die Tschechoslowakei gefallen ist, weil da steht, die haben kapituliert, dann nehme ich die aus dem Bündnis raus, dann werden die mit mir Frieden schließen und dann mache ich die zu meinem Vasallen. Das ist das Einzige, was ich ändere. Ansonsten werde ich überhaupt nichts machen. Einzige, was ich mir vielleicht ein bisschen überlegt habe, dass wir uns vielleicht die ein oder andere Provinz snacken, so Österreich oder so, Schweiz, so eh schon deutschsprachige Gebiete, aber müssen wir mal gucken. Ich werde auf alle Fälle das System nutzen, sobald ich eine Nation besiegt habe, werde ich sie eingliedern. Auf der anderen Seite muss man erst abwarten, wie es läuft. Da muss man auch ganz klar sagen. Wir fangen an, Resource Slots. Wir haben hier direkt Mobile Warfare Doktrin angefangen. Das ist ganz gut, da kann ich nachher auf Volkssturm und auf Non-Discriminatory Conscription gehen. Machen weiter mit Weapons und Equipment. Machen natürlich auch weiter direkt mit Industrie. Construction Bonus brauchen wir eigentlich nicht, aber es ist eh egal gerade. Dann unsere Air Doktrin gehen wir weiter. Da brauchen wir natürlich auch möglichst viel. Unsere Luftwaffe könnte ich schon mal pushen, ist aktuell aber etwas zu weit in der Zukunft. Naval-technisch müssen wir natürlich später auch erforschen, gar keine Frage. Artillerie machen wir Anti-Pack, Anti-Tank, Anti-Air, kann man alles mit reinschmeißen. Panzer tun wir direkt auf Medium-Panzer gehen. Support-Companies, ja, brauchen wir natürlich auch mit. Ist natürlich ganz wichtig. Logistik, warum kann ich die da unten nicht machen aktuell? Was ist hier das Problem bei den Jungs? Radio, ich muss erst das Radio erforschen, logischerweise, hätte ich mir auch gleich denken können. Machen wir Marines, weil ich Navy Invasions machen möchte, machen Paratroopers, dann haben wir das komplett durch. Dann Free Civilian Factories, natürlich, das ist jetzt ein bisschen anders. Wir werden jetzt natürlich in der Lage sein, sehr, sehr schnell zu bauen. Und das müssen wir natürlich auch gut nutzen. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir so schnell wie möglich Military Factories bekommen. Und natürlich, was wir auch brauchen, was ich auch machen werde nachher, ist möglichst viele Verteidigungsanlagen bauen. Weil ich denke, dass wir am Anfang dann doch wieder auch ein bisschen auf dem Rückzug sein werden. So. An sich, alles in allem, eine strange Sache, die hier gerade abgeht. Ich weiß, ihr denkt euch das bestimmt auch wieder cool. Ist wieder die merkwürdigste Kampagne, die man haben könnte. Typisch Krabbel halt. Aber ich habe irgendwie mega Bock drauf. Ich finde das schon wieder mega cool, allein solche Sachen auszuprobieren. Und wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge und Wünsche habt, was man ausprobieren könnte, irgendwelche Challenges oder solche Sachen, einfach bitte, bitte ab in die Kommentare, damit, wenn es so coole Sachen sind, irgendwelche Mods, irgendwelche Sachen ausprobieren oder testen. Ich bin da immer wirklich sehr, sehr gerne für zu haben. Ich bin ein riesen Fan von sowas. Und dann schaue ich mir das Ganze... Oh, es juckt... Oh, okay. Dann schaue ich mir das Ganze natürlich auch mal gerne an. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich es natürlich auch nicht. Es muss natürlich mir Spaß machen. Und ich muss halt auch der Meinung sein, dass es dann auch Sinn macht, das zu spielen. So. National Focus. Was macht Sinn? Ich weiß es nicht. Ein paar mehr Civilian Factories auf alle Fälle. Unassigned Divisions. Das können wir gleich mal ändern. Die tun wir alle zuweisen. Tun wir erstmal alle kurz in eine große Armeegruppe reinschmeißen. So, einmal. Jawohl. Haben wir alle. Gut. Machen wir erstmal irgendeinen Random-General. Die sind auch alle schon gut trainiert. Die können auch eigentlich alle so bleiben. Die tue ich nachher dann auch mal extra separat zuweisen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das diesmal funktionieren wird und wie es diesmal laufen wird. Wir haben 42 Military Factories, okay. Produktion schon mal etwas erhöhen. Wir müssten eigentlich zumindest auch genug Ressourcen haben, jawohl. Also ressourcentechnisch haben wir gar kein Problem. Das Einzige, was ich jetzt nochmal ganz kurz machen werde, die Freiheit nehmen hier raus, meine politische Power hochsetzen. Wie gesagt, wir müssen ja auch ein paar Vorteile haben. Können wir Sachen expandieren. Dann gucken wir uns mal kurz unsere Regierung schon mal an. Limited Conscription. Könnten wir direkt auf 5% hochgehen. Ist allerdings etwas zu früh. Dann machen wir hier... Was macht hier Sinn? Was macht hier Sinn? More Non-Core Manpower. Partisanen. Das ist schon mal ganz gut, wenn die etwas schwächer sind. Dann politischer Power Gain. Braucht man natürlich nicht aktuell für dieses Projekt. Military Factory Construction Speed. Wir machen das mit dazu. Das stackt natürlich mit hoch. Dann machen wir Infanterie-Experte, logischerweise, den brauchen wir. Dann, was macht noch Sinn? Close Air Support. Vielleicht sollten wir hier gleich was machen. Industry Research Speeds. Weapons und Equipment Research Speeds. Flugzeuge machen wir gleich mal Light Aircraft Designer. Atlantic Fleet oder Raiding Fleet. Wir machen Atlantic Fleet, dass wir quasi die Flotte, die wir haben, dass sie möglichst groß ist. Und bei den Panzern gehen wir auf Medium Tank Designer, weil das jetzt am Anfang dann wichtiger sein wird. Exporte tun wir, gut, das ist eh schon limited. Würde ich gerne closed machen, geht nicht. Da kann ich auch noch nichts ändern. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal alles so, wie es ist aktuell. Und dann schauen wir mal, wohin wir kommen am Ende des Ganzen. Das Ganze baut ziemlich schnell. Ihr seht, dass es dauert ein, zwei Tage, bis das fertig gebaut ist. Und dann fangen wir jetzt quasi erstmal an. Und ziehen uns hier komplett Civil Factories hoch. Aber natürlich muss ich auch Military Factories bauen. Natürlich gar keine Frage. Aber erstmal nur ganz schnell Civil Factories. Das ist quasi erstmal das Wichtigste. Dann trainieren wir uns ein paar Divisionen. Und zwar Infantry Division Motorized nicht. Nein, Spann. Panzerdivision möchte ich noch welche haben. Kurz gucken, wie das lagertechnisch ausschaut. Light Tanks ist natürlich das Problem. Da ist die Produktion natürlich auch komplett im Eimer aktuell. Artillerie braucht man gar nicht so viel. Waffen braucht man aktuell auch nicht so viel. Tun wir die Panzerproduktion ein bisschen erhöhen.
Und ja, erst, es ist der 21. Januar 1936 und im Jahre 1937 geht's los. Da beginnt der Krieg, bis dahin sollten wir halt annähernd bereit sein. Sollten halt gucken, dass wir jetzt die ersten ein, zwei Monate schnell Civil Factories hochspammen, aktuell 155, 158. Und da haben wir auch schon Civil Factories frei, super. Dann gehen wir jetzt her und bauen natürlich auch gleich mal Military Factories. Brauchen wir natürlich leider auch. Und dann halt auch wieder Civil Factories, aber wir brauchen halt mehr Military Factories eigentlich. Okay, so. Hat trotz allem schön ausgeglichen. Weil wir bauen so schnell, wie gesagt, da ist es halt schon wichtiger, dass wir Military Factories haben, dass wir eben auch unsere Armee möglichst schnell aufbauen können. So, machen einmal hier das Ganze in zwei Teilen. Dann tun wir einen Feldmarschall zuweisen. Es ist halt das kleine Problem, dass wir jetzt dann mehrere Armeebereiche brauchen, also mehrere Armeegruppen. Einfach aus dem Grund, weil wir halt überall Fronten haben werden, die einzeln alle abgedeckt werden möchten. Bin ich mal gespannt, wie ich das mache. Wenn wir das alles einzeln machen, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Armeegruppen. Also wir brauchen quasi 11 Armeen. Das wären zwei komplette Armeegruppen. Und das wird interessant, wie ich das wieder mache. Letztes Mal hat es nicht funktioniert, da hatten wir leider viel zu wenig Zeit. Da hat es leider nicht so richtig funktioniert. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Construction alles ziemlich schnell durchkriegen. Geht auch ziemlich schnell, seht ihr schon. Das Ganze läuft, wir haben 139 Civil Factories, 140, 142. Das ist relativ entspannt. Und vor allem, wenn ich dann nachher forschungstechnisch bei der Industrie dann quasi hergehe und dann hier Construction hochgehe, dann habe ich natürlich nochmal weitere Bauboni, weil ich habe 50 Construction Slots installiert, die Mod, dass ich quasi bis zu 50 Gebäude bauen kann pro Provinz. Und mit dieser wunderschönen Mod kann ich dann natürlich auch hergehen und kann natürlich im Laufe des Spiels, wir machen übrigens hier Concentrated Industry, nee, machen Dispersed Industry. Und mit der Mod kann ich dann halt auch später im Laufe des Spiels bis zu 50 Fabriken pro Provinz bauen, aber dafür muss ich halt natürlich auch das erstmal erforschen. Extra Research Slot, ja. Ich glaube nicht, tatsächlich. Denke nicht, dass es aktuell notwendig ist. Panzerproduktion läuft. Wir brauchen natürlich auch Flugzeuge ohne Ende. Muss man halt leider auch schon mal realistisch sehen. Und die Panzerproduktion läuft jedenfalls schon mal an. Tun weitere Infanterieeinheiten dazu. Wir haben aktuell 1,28 Millionen Manpower noch zur Verfügung. Das können wir natürlich deutlich erhöhen nochmal später. Aber alles in allem weiß ich nicht, ob wir damit unbegrenzt so gut rüberkommen. Das heißt, wir müssen halt quasi schauen, dass wir halt irgendwie weitere Manpower kriegen. Zum einen durch die Landdoktrin, zum anderen halt, indem wir dann eventuell pro Land meinetwegen eine Provinz erobern. Das könnte man machen, dass ich zum Beispiel grundsätzlich alle Länder unterwerfe, aber mir von jedem Land eine Provinz nehme. Wenn es ein großes Land ist, meinetwegen zwei. Das könnte man zum Beispiel machen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, das wäre eine Möglichkeit. Grundsätzlich, eure Vorschläge sind natürlich auch immer gerne gesehen, aber natürlich auch für euch nochmal die Info für alle neuen Zuschauer. Ich nehme natürlich solche Projekte immer komplett im Voraus auf, einfach dass ich im Laufe der Kampagne nicht mal das Problem habe, dass irgendwas passiert, irgendwas verpackt und dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Deswegen auch hier nochmal für euch die Info. Ich habe die Projekte immer schon alle fertig. Aber ich bin natürlich trotzdem auch immer für neue Ideen, auch für Tipps oder so. Bin ich immer sehr dankbar, wenn ihr da auch irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt. Dürft ihr natürlich auch noch alle mit herschmeißen. Bin ich immer sehr, sehr dankbar für trotz allem. Und jetzt ist natürlich die Frage, baue ich erstmal die Infrastruktur noch überall aus? Das erhöht natürlich auch nochmal die maximalen Fabriken pro Provinz und mehr Ressourcen wird auch nochmal bekommen. So, dann das andere, was wir machen, ist, wir bauen überall Anti-Air. Ist wahrscheinlich sogar mit das Wichtigste aktuell, weil wir werden natürlich, was Anti-Air angeht, nachher brutal wegbombardiert werden. So. Okay, eben das ist auch genau der Grund, warum ich so viele Civil Factories in Auftrag gegeben habe. Das versteht ihr jetzt hoffentlich auch, weil selbst jetzt, naja, so viele Civil Factories habe ich immer noch nicht. Und wir tun hier die Waffenproduktion etwas erhöhen. Wir brauchen natürlich mehr Einheiten, ganz wichtig. Brauchen auch mehr Panzer, auch wenn die Panzerproduktion leider immer noch viel zu niedrig ist. Muss ich gestehen, für meinen Geschmack. Zumindest die Flugzeugproduktion ist ein bisschen gestiegen. Die Schiffe lassen mal, wie sie sind. Die werde ich eh nicht groß nutzen können. Okay, neue Research Slots. Dankeschön. Beziehungsweise neue Research zur Verfügung. Gehen wir direkt weiter Engineering, dass wir schnellere Forschungsgeschwindigkeit bekommen. Und dann würde ich sagen, schick mal die direkt mal irgendwo hin. Hauptsache, dass sie schon mal irgendwelche Aufgaben haben. Gut, hier brauche ich zum Beispiel auch gar nicht so viele Einheiten eigentlich. Die ersten 4 Monate sind jetzt gleich um. Ich habe noch 8 Zeit. Schau mal ganz kurz bei der Construction. Infrastruktur ist gleich fertig. Super. Achso, stimmt. Ich muss ja erst Forschung freischalten, sonst bringt mir auch die Infrastruktur noch nichts. Dass wir mehr Civil Factories bauen können. 6 sind noch in Produktion, 5. Aktuell bauen sie jetzt überall erstmal ganz gemütlich die Anti-Air. Dauert nur leider auch wieder alles ein paar Tage. Zumindest habe ich dann überall Anti-Air. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
Öl dürften wir auch niemals Probleme kriegen, einfach weil wir so eine hohe Ressourcenproduktion haben jetzt, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht so, dass ich mit denen gecheatet hätte. Nö. Das ist alles Fake News. Und meine ersten neuen Divisionen sind da, hallo. Was wir natürlich auch mal machen könnten direkt wäre, dass wir einmal eine quasi Armee erstellen, die wir... Warte, wie ging denn das nochmal? Wenn ich die Armee komplett dorthin zuweisen möchte, wie geht denn das nochmal? Irgendwie ging das mal früher. Aber wenn ich mal genau weiß, wie... Oder muss ich da erst... Warte mal ganz kurz. Ah, ich weiß, genau. Stopp. Wir machen das so, wir machen Garrison Area Weimar. Und jetzt kann ich die nämlich dazu weisen. Jetzt geht's, oder? Ne, immer noch nicht. Ja, jetzt doch. Man muss denen nur einen Auftrag geben und dann kann ich die zuweisen. Aus irgendwelchen Gründen geht das nicht ohne. Was wir da schon machen können, ist, wir können die automatisch trainieren lassen. Gehen quasi bei ihm her, tut Trainieren einstellen, dass sie gleich alle Erfahrungslevel 3 haben. Das ist auch eminent wichtig. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit der Anti-Air überall. Dann haben wir fast alles gebaut. Dann kann ich schon mal anfangen, hier die ganzen... Ja, sagen wir, die wichtigsten Zonen zu festigen. Zu einem hier oben bauen wir quasi überall 10er Forts hin. Muss ich halt machen. Meine Güte, wir haben gar keine anderen Wahlen. Und... Ja. Hier. Natürlich Frankreich. Die sind, wo wir in Frankreich auch schon teilweise Forts haben. Natürlich, wir müssen halt überall Forts bauen. Ne? Das ist halt das kleine Problem. Wir werden nachher überall angegriffen werden. Deswegen brauchen wir ja quasi an der kompletten Front Forts. Und wenn das dann irgendwann jemand schafft, hier durch diese Fort-Verteidigung durchzubrechen, dann haben wir halt ein Problem, ne? Deswegen sollten wir das halt auch unbedingt vermeiden. Vor allem, was auch sehr kritisch ist, ist hier dieses Eckchen. Weil hier ist das Problem, dass dann nachher, die werden natürlich alle verbündet sein, die werden ein großes Bündnis haben. Die werden natürlich einfach nachher hergehen und werden dann quasi einfach mich versuchen, ich zeige euch das ganz gleich, die werden natürlich nachher einfach versuchen, hier einzukesseln. Ja, das muss ich ja auch um jeden Preis vermeiden, dass das passiert. Und ja, wie wir das alles schaffen, das werden wir sehen. Treaty für USSR ist nutzlos. Wir machen dann direkt einmal... Ja, es gibt hier irgendwas, was Sinn macht. Ich weiß nicht genau. Das ist Focus Bypass. Befriend Japan, das ist alles egal. Anschluss geht nicht, weil ich so wenig Manpower habe. Naval Rearmament machen wir nochmal nebenbei. Das könnte man hier noch machen. Decisive Battle. Nein, machen wir Ground Support. Air Experience Gain. Machen wir Air Superiority plus 10%. Armor Divisions plus 10%. Und Division Attrition wahrscheinlich eher weniger notwendig. Machen wir hier noch jemanden für Luftwaffe? Nein, Paradrop ist Blödsinn. Machen wir Army Regrouping. Komm, wir machen Army Regrouping. Und rekrutieren mehr Einheiten. So viele wie möglich. Die kann ich natürlich später noch modernisieren. Aber erstmal brauchen wir Einheiten ohne Ende. Während wir hier forschungstechnisch weiter Artillerie machen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir irgendwo der KI einen Forschungsvorteil gegenüber haben. Und da müssen wir natürlich gucken. Letztes Mal, wir erinnern uns dran, wir wurden quasi komplett überrannt. Wir hatten gar keine Chance, ja. Die haben mir quasi den Chaos gemacht, bevor ich überhaupt atmen konnte. Ich hatte keine Einheiten, ich hatte gar nichts quasi. Ich war wirklich komplett nutzlos. Ich überlege übrigens gerade, ob wir nicht einfach hergehen und dann einfach mal Training machen. Army Training. Ist vielleicht sogar das Sinnvollste als nächstes. Dann haben wir noch schneller neue Einheiten. Unsere Forts werden gebaut, super, das dauert auch noch ewig, bis die alle fertig sind. Ich hoffe mal, dass das noch rechtzeitig alles fertig wird nachher. Das ist die andere Frage. United Kingdom dominates Trudge Trade Negotiations, das ist mir aber egal. Mein Englisch ist auch egal heute, sehr gutes Englisch, muss man auch mal dazu sagen. Der spanische Civil War ist ausgebrochen. Soweit ich allerdings weiß, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist das nachher total irrelevant. Kann ich neue Sachen bauen? Kurze Frage. Nö, kann ich aktuell nicht. Was ich sagen wollte, ist mir jedenfalls total egal. Das mit dem Handel, das braucht man eh nicht. Wichtiger ist Truppen. Wir haben Juli. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Zeit läuft gegen mich. Wir machen jetzt mal Instant Deployment von allen Einheiten. Wie schaut es produktionstechnisch aus? Brauchen wir aktuell Waffen ohne Ende. Auch hier weiterhin Panzer ohne Ende. Wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder enorme Probleme. Dabei habe ich eine deutlich effektivere und stärkere Militärproduktion als noch in der letzten Kampagne. Aber trotz allem. Schaut es auch dieses Mal nicht so ideal aus. Hier oben brauchen wir auf alle Fälle Einheiten. Vor allem habe ich hier überall schon Forts hingebaut. Deswegen wäre es natürlich sehr, sehr blöd, wenn ich da das Ganze dann nicht nutzen könnte. So, forschungstechnisch. Ja, wir sind hier komplett durch. Machen hier... Oh gut, das dauert ein Jahr. Ich soll es vielleicht nicht übertreiben mit dem Zukunftsgedönse. Wie weit ich hier in die Zukunft gehe. Erdtechnisch. Ja, machen wir es einfach. Egal. Egal. No risk, no fun. Wir haben noch... ein paar Monate Zeit. Wir haben Army Training aktiviert. Das tut natürlich nochmal meine Rekrutierungsgeschwindigkeit verbessern.
Artillerie brauchen wir eigentlich nichts, aber Infanterie-Equipment brauchen wir. Die Produktion ist halt sehr niedrig. Panzer, ja. Brauchen wir einige. Leadership Purchase in die USSR. Ich würde fast sagen, wir tun einfach mal die Panzerproduktion vielleicht etwas verringern, wenn wirklich. Hauptsache, dass wir Waffen haben, dass wir mehr Infanterie bekommen. Weil Infanterie ist aktuell tatsächlich ein bisschen wichtiger für meinen Geschmack. Die stehen schon mal alle sehr, sehr angespannt da. Es ist ein 10er Forts. Das bringt mir natürlich auch nochmal Verteidigungsboni. Ich glaube, jedes einzelne Fort waren 15%. Ne, 7%. Also 70% dann am Ende. Also quasi 10 mal 7 ist 70%. Da muss ich euch nicht erklären, ihr wisst es selber. Und dann gehen wir direkt her, machen die nächste Armee. Geht mal nach Tschechoslowakei. Mit dem Heinz Guderian. Es läuft der 12. August und zu meiner persönlichen Unzufriedenheit habe ich vom Gefühl her, stehe ich noch schlechter da als letztes Mal. So komisch das auch klingt. Weil ich jetzt wirklich alles tue, um hier irgendwie, naja, irgendwie meine Einheit noch rauszuspammen, in Anführungsstrichen. Machen hier wieder Instant Deployment. Ist mir jetzt auch egal gerade, ganz ehrlich. Brauchen einfach schnell Einheiten. Der September ist angebrochen. Wir haben jetzt noch September, Oktober, November und Dezember. Also quasi noch 4 Monate Zeit. Wir haben auch hier weitere Divisionen. Ich werde das jetzt so machen, ich werde halt einfach die Divisionen schon mal alle so grob irgendwo hinschicken. Ich überlege auch gerade, ob wir das da oben vielleicht nicht doch trotzdem aufgeben sollten. Ist halt nur blöd, dass ich da jetzt schon Verteidigungsanlagen gebaut habe. Deswegen wäre es eigentlich blöd, das jetzt aufzugeben, wenn ich mal ehrlich sein sollte. Aber 1937er, mehr Baugeschwindigkeitsboni, ganz, ganz wichtig. Hier sind aktuell 3 Divisionen zugewiesen. Da bräuchten wir gefühlt 50 Divisionen alleine da. Die Infanterieproduktion, ja, sie läuft, sie könnte höher sein. Ich habe halt auch das Problem einfach, dass wir aktuell nicht wirklich weiter was bauen können, was staatentechnisch angeht. Da müssen wir abwarten, bis die Forschung in der Industrie ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt noch 3 Monate Zeit am Ende des Monats. Und ich bin sehr gespannt. Aktuell schaut es mal wieder sehr, sehr schlecht aus. Wie immer. Das ist auch quasi auch Grundvoraussetzung das Ganze. Und wie gesagt, wir cheaten hier, ja. Das muss man auch dazu sagen, wir cheaten, aber wir werden mit der kompletten Welt im Krieg sein in 3 Monaten. Und das ist halt die Frage, ob das überhaupt möglich ist, trotz allem. Und eben die Frage zu beantworten, das wird eben das große Ding am Ende. Gut, wir haben jetzt nochmal ein paar Divisionen über. Hallo, Grüße an euch, gehen raus. Dann haben wir hier quasi einmal die, einmal ihn. Mein letzten Endes ist mir das egal, wo die zugewiesen sind, was die machen. Wichtig ist einfach nur No Divisions, echt? Ah, habe ich die falschen ausgewählt. Die müssen dorthin. Muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier nichts falsch mache. Die sind dort. Er ist dort. Dann gebe ich ihm mal eine andere Farbe. Weil sonst komme ich durcheinander. Mach mir ihn auch hier einmal hellblau. Und die haben noch keine Front, trotz allem. Die gehen dorthin. So. Damit haben wir fast alles fertig. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. Warum habe ich vorhin 11 gezählt? Gut, hier oben Dänemark darf ich nicht vergessen. Das ist mir letztes Mal schon fast passiert. Ich deppala. Die Dänen darf man nicht vergessen. Gut, die sind fertig, die sind fertig, die sind fertig. Nochmal plus 3. Machen den natürlich gleich eine komplett neue Armeegruppe mit rein. Unter dem Kommando von Günther von Kluge, mein alter Freund. Und Karl Student. Dann geht er mal nach Dänemark. Da brauchen wir eh nicht so viele Einheiten. Das ist relativ angenehm zu verteidigen eigentlich. Und es läuft die Zeit gegen mich. Das ist das Problem. Wir haben noch 761.000 Manpower. Das werde ich natürlich sofort auf 10% ändern, wenn es soweit ist. Natürlich gar nichts anderes übrig bleiben. Wir haben Divebombing erforscht. Supi toll. Mal direkt Ground Support. Wir brauchen jetzt natürlich noch Einheiten an der österreich-schweizerischen Grenze. Notfalls tue ich die dann halt auch noch auf Level 2 reinschmeißen, auch wenn das natürlich ein bisschen doof ist. Aber ja, der November kommt und dann kommt der Dezember. Italien, deutscher technologischer Threat, nehmen wir an. Und wir haben freie Civilian Factories wieder. Aber ich glaube, ich kann aktuell gar nichts bauen, ne? Airbases habe ich soweit alle die wichtigen durch. Aber gut, ich habe irgendwann alle Landforts schon mal fertig. Coastal Forts brauche ich jetzt mal keine. Infrastruktur sind wir auch soweit durch, okay. Das Wichtigste ist alles gebaut. Und truppentechnisch machen wir ebenfalls hier auch gleich wieder Instant Deployment, sobald die alle mit der Ausrüstung voll sind. Und dann schauen wir mal. Gut, bauen kann ich aktuell nichts. Dafür fehlt mir noch eine Forschung. Da müssen wir nämlich erstmal hier in der Industrie Construction weiter bauen. Und da brauchen wir hier noch einmal das hier. Dispersed Industry 2.
Warte mal, ich dachte gerade, ich habe hier was frei, oder nicht? Ah, ne, habe ich nicht, ich bin dumm. Ich wollte einfach nur gucken, was ich gerade mache. Meine Güte. Und wenn ich das dann gebaut habe, dann kann ich auch wieder weitere Sachen bauen. Geht aktuell nicht. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Während wir hier neue Einheiten fertig haben, machen wir einmal die 5. Schicken wir nach Österreich. Oder die 6. Entschuldigung. Dann brauchen wir ein paar weitere Jungs von der Front hier. Mal Panzerdivision. 1, 2, 3. 4. Noch weitere Infanterie. 5, 6. Jawohl, komm. Ist jetzt eine dabei, die ist nicht komplett fertig gewesen. Ist mir aber egal. Schicken wir dorthin. Zur Schweiz. Dann haben wir die auch fertig. Okay, Schweiz, Österreich haben wir. Tschechoslowakei haben wir. Polen haben wir hier. Gut, ich würde einfach sagen, da tue ich nachher eine Einzelfront machen. Ich werde keine extra Armee für Luxemburg erstellen. Ich weiß, die fühlen sich jetzt nachher wieder gemobbt und denken sich so, oh, wie arrogant der ist. Denkt so, wir wären es nicht wert. Sagte er und hat trotzdem die Armee hingestellt. So, die schicken wir dorthin. Dann habe ich jetzt eigentlich soweit überall Einheiten, in Anführungsstrichen. Die einmal alle instant deployen. Es ist der 15. November. Und wir haben viel zu wenig Einheiten, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Okay, wir stoppen das Training an der Stelle. Dann schickt mal hier ein paar hin. Ja. Dann habe ich hier noch 22. Natürlich die Frage, wohin mit den Jungs? Vor allem Polen und die Tschechoslowakei sind die größte Gefahr mit den Anführungsstrichen. Einfach aus dem Grund, dass die halt so unglaublich große Fläche haben, die ich halt verteidigen muss. Das ist leider das kleine Problem in der ganzen Geschichte. Auch Österreich ist nicht so ohne. Okay, schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Wir schicken jetzt hier erstmal grob überall Einheiten hin. Frankreich ist zumindest defensiv, sollten wir da sicher sein. Machen wir kurz weiter mit Industrie, wie ich schon gesagt habe. Machen wir Construction 2. Jetzt haben wir noch einen Monat Zeit. Gucken, dass wir vielleicht noch ein paar... Jawohl, die Panzer können wir nochmal instant deployen. Ist natürlich alles ein bisschen blöd. Ja, ich weiß. Wer ist noch unzufrieden? Der Blaue ist noch unzufrieden. Das ist der an der polnischen Front. Und dann schaue ich mal. Ich hoffe, dass ich vielleicht die 13 Infanteriedivision noch schnell instant deployen kann, bevor es soweit ist. Und dann nächste Folge geht es dann quasi los. Da beginnt dann der Krieg. Noch nicht jetzt. Nein, diese Folge noch nicht. Diese Folge war nur vorbereiten. Und ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Es ist trotzdem ein bisschen zu eng gewesen für meinen Geschmack. Hätte mir trotzdem noch etwas mehr Zeit gewünscht. Aber es heißt halt Ragnarök 1936 und nicht Ragnarök 1937 und nicht Ragnarök 1939. Kurze Frage, was ist seine Mission? Warum ist er so negativ? Hat doch Einheiten. Warum so schlecht gelaunt? So, dann schicken wir ihm noch mit welche hin. Dann schicken wir ihm auch noch mit welche hin und dann schauen wir mal. Gott, das kann was geben. Nächste Folge werden wir dann quasi noch ein bisschen unsere Luftwaffe vorbereiten und dann geht es quasi nur noch darum abzuwarten. Also, ob das diesmal ein bisschen besser klappt mit den Angriffen, die über mich hineinprasseln werden. Das andere Problem in der ganzen Geschichte ist übrigens gerade... Was? Japan declared war in Japan? Hä? What the fuck? Was zur Hölle passiert hier gerade? Zum Ende des Videos. Erklärt Japan den Krieg. Ich verreck. Okay, das habe ich noch nie gehabt. Ich spiele das Spiel ewig. Aber ein japanischer Civil War ist für mich first time ever. Ich habe noch nie einen japanischen Civil War miterlebt. Und jetzt genau in so einem Ragnarök-Projekt muss es geschehen. Natürlich. Ach Gott, das ist so ärgerlich gerade. Ich ärgere mich gerade total. Das wäre jetzt schon wieder cool, wenn das ein normales Projekt gewesen wäre. Ach Gottchen. Oh Mann. Ist das jetzt blöd? Aber trotzdem ganz lustig eigentlich. So, ihr dürft dort mit hin. Haben wir die polnische Front auch gestärkt. Und dann sind, hoffe ich, hier überall genug Einheiten stationiert. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, by the way. Fällt mir gerade ein, das muss ich ändern. Sobald die ganzen Kriegserklärungen rausgehen, muss ich die Front hier verstärken, weil ich da oben noch zwei Einheiten brauche. Das habe ich ganz vergessen. Und jetzt ist der 1. Dezember, 1. Januar. Jetzt müsste eigentlich jederzeit gleich losgehen. Achso, mir fällt übrigens gerade was ein. Ich müsste eigentlich eh bauen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich müsste doch eh schon wieder Gebäude bauen können. Dadurch, dass ich natürlich cheate, habe ich natürlich auch automatisch mehr Bauplätze zur Verfügung. Das brauche ich ja gar nicht durch Forschung machen. Manchmal bin ich etwas vergesslich. Wir machen jetzt größtenteils nur Military Factories. So. Dauert manchmal nur etwas, bis sich das aktualisiert. Diplomatic Conference in London. Und jetzt geht es dann gleich los. Werden wir noch ein bisschen bauen. 365 Factories. Jetzt gibt es hier Frieden da unten. Wir tun hier wieder alles reinschmeißen, was wir reinschmeißen können. Wohin mit euch? Weiß ich noch nicht. Gehen wir drei dort mit hin. Ja. Dann die 6 schicke ich einfach mal mit nochmal an die tschechoslowakische Grenze. Weil ich vom Gefühl her da immer noch zu wenig Einheiten hätte.
Auch da unten ist jetzt Frieden, gibt es jetzt überall Frieden, einfach weil das Spiel jetzt quasi alle dazu zwingt, Frieden zu schließen. Logischerweise. Ich schicke nochmal welche an die schweizerische Grenze. Und dann will ich an der Stelle sagen, müsste jetzt eigentlich gleich losgehen mit dem Krieg, oder? Ich warte eigentlich nur drauf, jetzt geht's los, oder? Na, schnell Fokus Bypass, Anschluss. Eigentlich müsste es gleich, jawohl, jetzt hat. The war to end all wars. Und dann ist es soweit. Das ist es. Wir sind im Krieg mit der kompletten Welt und die machen genau das, was ich befürchtet habe. Weil ich natürlich so naiv war, zu vergessen, dass ich hier eine Front brauche. Marschieren die jetzt natürlich direkt hier hin. Und werden es wahrscheinlich auch gleich schaffen, mir da die Gebiete zu snacken. Außer kann ich da kurz Einheiten hinspammen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ansonsten müsste ich soweit alles bedeckt haben. Das wurde automatisch gemacht. Gut. Und dann geht's nächste Folge los. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr freut euch genauso auf das Projekt wie ich und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.